Weil das wird irgendwie nicht so wirklich Sinn machen. So. Zack. Also das ist jetzt das übertrieben geplanteste Gebiet, was ich glaube ich bisher gebaut habe. Vor allem von der Größe her. Im Vergleich zu dem ganzen anderen Kram, den ich bisher gebaut habe. Da waren zwar Teile auch vorstrukturiert, aber nicht so stark. Bin mal gespannt, ob mein Plan aufgeht. Wieso verlieren wir eigentlich Geld, während ich hier baue? Gut, ich baue ohne Ende Straßen und frage mich, warum ich Geld verliere, logisch. Aber die kosten doch nichts. Oder liegt das an diesen riesen sechsspurigen, die ich jetzt hier für die Zufahrt gebaut habe? So, zack. Es gibt echt nichts Spannenderes als, ey, diese Querverstrebungen zu bauen. Aber ja, das Gute ist, wenn wir hier fertig sind, haben wir erstmal für die nächsten 20 Jahre genug Industriefläche. Jetzt. Ah, Junge. Nein, 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 nein. Ah, däh. Ach komm, das geht jetzt so. Bevor ich hier noch verrecke. So, ich werde auch auf jeden Fall nicht direkt sämtliches Gebiet hier ausweisen. Weil das dauert, bis so ein Riesengebiet hier zugebaut wurde. Und das sollen die ja in aller Ruhe bebauen können. Ist ja Landwirtschaft. So, hier wird jetzt einer mehr Platz gelassen, weil das Straßenwerkzeug meint, dass einer Platz gelassen wird. So, hier nicht. Das ist so schön gerade hier alles. So kein Vergleich zu dem Mist da oben. Ich glaube, ich werde den Berg hier oben, den werde ich wahrscheinlich sogar so lassen, einfach, weil da kann man nichts bauen. Und vernünftig abgeflacht werde ich den nie kriegen. Dafür ist das Terraforming-Tool dann doch ein bisschen zu schwach. Ich habe ja schon Probleme, die Küstenstriche anzugleichen. Dann wird das da nicht besser werden. So Leute, wir sind beim letzten Gebiet. Fast geschafft. Ist eigentlich Mülleimer da direkt an den Dingens? Weiß es nicht. Ich wünschte, man könnte hier auch Vorfahrtsstraßen bauen. Also quasi sagen, okay, die Leute, die jetzt auf dieser vierspurigen sind, haben immer Vorfahrt gegenüber den Typen, die aus der Einfahrt kommen. Das wäre noch so eine Advanced-Sache, die ich ganz geil fände. Wird dann zwar auf Dauer ein bisschen lästig, wenn man also selber Verkehrsschilder zu bauen, meine ich. Weil es dann doch recht viel Arbeit ist, aber dafür kann man den Verkehr halt an Stellen, an denen man einfach ni wirklich nicht genug Platz für eine weitere Querstraße hat, kann man da trotzdem noch ein bisschen was machen. So. So, was ich jetzt hier mache, ist auch cool. So, und zwar. Ich überlege gerade eine unterirdische. Nee, ich darf da nichts anschließen an die Straße. Auf gar, 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 gar keinen Fall. Okay, so, ich möchte aber, dass diese Straße 1, 2 tiefer geht. Bis hierhin. Und dann einen Bogen daran anschließt. So, gerade. Zack. Ist nicht ganz gerade, aber
Sollte passen. So, jetzt kann man von der, es gibt vier Zufahrtsstraßen in das Gebiet. Es müsste im Normalfall genug sein. So, Strom kommt von hier. Und später kann ich dann von hier oben. Ich baue schon mal vorsichtshalber vorher ein paar Wege, um Strom in die Stadt zu transportieren. Also um Strom in das Gebiet zu transportieren. Schon wieder Müllberge, wo denn? Ja, guck mal, da kommen noch die Müllautos. Beschwert euch nicht. Das läuft alles. Es dauert hin und wieder ein bisschen länger, aber es läuft. So, was die jetzt brauchen, ist eine Polizeiwache. Da unten muss später dann noch eine hin, das darf ich nicht vergessen. Dann eine Feuerwache. Beziehungsweise, was ich noch viel vorher machen sollte, ist. Warte. So. Dieses Gebiet hier überhaupt mal markieren. Stimmt, Wasser brauchen die alle noch. Das habe ich vergessen. So. Pappelhöhen. Na. Der Autoname ist okay. Zack. So. Die Pappelhöhen sorgen dafür, dass wir Nahrung haben. Industrie. Agrarindustrie. Zack. So. Jetzt noch Wasser. Ich glaube, die brauchen sogar recht. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht Agrarindustrie im Spiel sehr viel Wasser. Also in echt brauchen die ja auch recht viel Wasser. Wird demnach ja Sinn ergeben. So, ist jetzt ein Ministreifen ohne Wasser. Ich wette, das wird mir noch zum Verhängnis. So. Ich kann leider nicht ganz unter den Straßen bauen. Dafür ist da zu viel Abstand. Aber so geht's auch. Zack. So. So ist das Ganze natürlich noch mit der Grundwasserversorgung verbunden werden. So. Das ist doch gut abgeschlossen. So, Feuerwehr, Dingens, was brauchen wir noch? Ich hätte tatsächlich gerne sogar noch einen Bahnhof da. Also einen Güterbahnhof. Damit die nicht den da oben nehmen. Und wir haben uns ordentlich runtergewirtschaftet. Ich glaube, ich werde die Millionen nie zusammenkriegen. So, Bahnhof, Zug, Güterzug, Bahnhof. So, und der wird hier angeschlossen. Ah, ich weiß nicht ganz. Ja, doch. So, gibt es jetzt zwar eine Kreuzung mehr, aber dafür kriegt der Güterzugbahnhof, der wird auch wieder unter Tage gebaut. Glaube ich. Wie viel kostest du denn? 60.000. Ja, das kann ich ja eben abwarten. Das sollte ja nicht allzu lange dauern, auf 60.000 zu kommen. Gebt mir euer Geld. Die Einnahmen sind gerade ziemlich runter. Wahrscheinlich, weil ich so viel gebaut habe und noch nichts ausgewiesen habe. Ich könnte eigentlich schon das Gebiet hier auf jeden Fall bewirtschaften lassen. So, wir haben 60.000.
Ja, mit dem Güterbahnhof. So, und jetzt 1, 2. Gefälle zu steil, Gefälle zu steil. Nicht genügend Geld. Zack. Ort ist bereits belegt, nicht genügend Geld. So, jetzt ist nur die Sache, das da anzuschließen. Und zwar, ich würde das wirklich gerne so rum, also stehst du so anschließen. Oder ich mache halt so gerade weg. 1, 2. So und dann quasi so. Schön, nein, praktisch, ja. So, jetzt muss das natürlich noch hier. Nicht genügend Geld. Müssen wir kurz warten. Ups. So und dann. So, wie viel Geld kostet das denn? Boah. Okay, Bahngleise sind teuer. Wusste gar nicht, dass sie so viel kosten. Was mit den Wasserwerken los? Ja, das ist ein neuer Bahnhof. So. Der neue Bahnhof kriegt sofort sein Wasser. Zack. So, Güterzugbahnhof steht. Wird jetzt noch mit Strom versorgt. Weil ich so unglaublich nett bin. Zack. Und jetzt kann sich hier nur so Agrarindustrie bilden. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich brauche für die Agrarindustrie auch keine Sachen. Jetzt ist nur die Frage, die Sägemühle. Wie funktioniert das mit den Stufen da? Bodenrichtwert, Gebäudestufen. Stufe 3, Stufe 5. Ich glaube, die sind schon ausgebaut. Die brauchen keine Parks, oder? Lärm ist natürlich ohne Ende. Wie ist das mit dem Bodenrichtwert? Der ist da aber auch noch ziemlich hoch. Muss ich mal gucken. Zur Not werden die Parks halt später hinzugefügt. Wie sieht das eigentlich mit den Gefängnissen aus? Gefängniskapazität 507 inhaftierte Verbrecher. Alles bestens. So, ich kann da auch noch ein neues Krankenhaus hinbauen, theoretisch. Aber das mache ich später. Das Einzige, was wir machen können, ist hier oben die Kante, die hätte ich gerne voll. Weil dann kann ich das hier demnächst einfach ausweisen und es hat alles Strom. Okay, und hier gibt es scheinbar echt massive Müllprobleme. Ja gut, das Gebiet hat nur eine einzige Zufahrtsstraße. Daran könnte es liegen. Man munkelt. Ich könnte den hier einfach fett eine Müllverbrennungsanlage reinsetzen. Aber die ist schon unangenehm. Ich würde eher sagen, ich mache hier noch irgendwo Industriefläche hin und Ort ist bereits belegt. Tschüss. So. Ich mache das jetzt erstmal nur provisorisch. Damit halt diese Müllprobleme weggehen. Müssen wir uns später darum kümmern, das schön zu machen.
Ah, das gefällt mir jetzt. Oh. Warum habt ihr alle keinen Strom? Warum ist die Verbindung hier abgerissen? So. Ich glaube, da könnten auch einige Probleme herkommen. Ich frage mich echt, warum die hier nicht genug Kunden haben. Hier fährt ein Schiff nach dem nächsten rein. Aber es reicht alles nicht. So. Hier baut sich's langsam hoch. Was heißt das denn? Spezialisierte Industriegebäude sind immer auf der höchsten Stufe. Okay. Bilden Sie mehr Bürger, um den Stufenaufstieg von Gebäuden zu ermöglichen. Sorgen dafür, dass Ihre Bildungseinrichtungen alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Okay. Das heißt, die brauchen auch Höchstgrad an Bildung, damit die da arbeiten. Zur Verbesserung müssen die Gebäude von mehr Dienstleistungen abgedeckt sein. Okay. Aber wenn die tatsächlich unabhängig des Schulen, also quasi ist es völlig egal, die brauchen halt nur also es ist quasi, ich kann alle hochbilden, ohne dass das irgendwie Probleme gibt. Dann setze ich jetzt einfach mal hier eine Uni hin. Bumm. Jetzt können die alle hier auf die Uni gehen. Theoretisch. Zumindest das Gebiet. Bin ich mal gespannt. Schauen Sie mal, stehen neue Grundstücke zum Verkauf. Ja, ach nee. So schnell kann ich nur nicht bauen. Irgendwie nur Holzproduktion hier. Ich habe das aber schon auf Agrar spezialisiert, oder? Und nicht auf Forstwirtschaft. Forst, wa warum ist das... Warte, 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 warte. Halt, stopp. So, generische Industrie. Hier Agrarindustrie. Danke. Macht's gut, ihr ganzen Betriebe, die sich hier schon angesiedelt haben. Guck mal. Originalholzprodukte im Bau und schon unzufrieden. Gehen auch sofort wieder. Holzfirma. Brot und mehr. Ach, guck mal, ich glaube, das ist der erste Betrieb, der hier wirklich gebaut wird. Warum ist der unzufrieden? Weil er am Bauen ist, okay. Was ist das? Horst Holzwaren. Horst. Horst Holzwaren, sehr schön. Züge fahren hier auch noch ziemlich gut. Ich muss sagen, das Zugsystem gefällt mir echt. Ich habe bisher keine gröberen Staus bei den Zügen gesehen. Unsere bekaite Insel ist auch schön. Gefällt mir. Nicht genug. Sorgen Sie dafür, dass es genügend Industriegebiete für Warenproduktion gibt. Ja, gibt es doch. Das Schließen funktioniert nicht. Okay, jetzt geht's. Ich kann auch noch mehr generische Industrie bauen. So ist das ja nicht, ne? So haben sich jetzt hier die ersten richtigen. Holzfirma gibt's immer noch. Brot und mehr. Holzfirma. Obst für alle. Maries Nutztiere. Maries Nutztiere. Oh, die hat sich schon ausgebreitet hier. Die gute Marie. Macht keine halben Sachen. So. Ich möchte bitte einen anderen. Wenn wir schon dabei sind, hier. Du da. Ganz wichtig, der Skin von diesem Viech. Eines der wichtigsten Feature in diesem Spiel. Wie sieht es eigentlich wassertechnisch aus? Wir brauchen neue Wasserpumpen und wir brauchen noch neue Klärwerke. Irgendwie brauchen wir alles. Die Dinger da oben haben scheinbar kein Wasser. Naja, das kann ich ja ändern. 4, 5, 6. So.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und das geht jetzt nach darüber. Und ins Wassernetz. Und von hier gibt es auch noch eine Querstrebe, nur für den Fall, dass ein Erdbeben kommt und alles zerstört. Ich bin da ein wenig geschädigt.